Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Einen eigenen Garten zu haben ist schon eine tolle Sache, nicht nur als Prepper. Leider läuft in so einem Garten aber nicht immer alles so, wie man das möchte, und ich will euch heute mal ein Update geben, wie es bei mir so im Garten 2022 bis jetzt gelaufen ist und was gut verlaufen ist und was nicht so toll funktioniert hat. Mehr dazu nach dem Intro. Für all jene da draußen, die mich oder meinen Kanal noch nicht so gut kennen, möchte ich noch mal kurz erklären, was ich mir als Prepper von meinem Garten erwarte. Ich hätte sowieso einen Garten gemacht, egal ob ich jetzt Krisenvorsorge betreibe oder nicht. Das ist mir einfach ein Herzensanliegen gewesen, weil ich als Kind immer schon einen Garten hatte bei meinem Elternhaus, und das wollte ich auch für mich als Erwachsener wieder realisieren, weil mir das einfach gut gefällt. Im Sinne der Krisenvorsorge hat mein Garten aber trotzdem einen Sinn, und das ist nicht der, an den ihr jetzt gerade denkt. Für mich hat der Garten nichts zu tun oder nicht unbedingt etwas zu tun mit kompletter Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Geschäften oder von Systemen, sondern bei mir hat es den Zweck, dass ich Geld sparen kann damit. Für einen wirklichen Garten, der mich selber versorgen kann, mich und meine Familie, habe ich weder den Platz, noch die Zeit, noch die Ressourcen und die Möglichkeiten. Das geht nicht und ich strebe das auch nicht an. Aber wenn ich ein wenig Gemüse und Obst selber zu Hause habe, dann brauche ich nicht alles zu kaufen, und das spart mir in dem Sinne auch Geld. Somit kann ich dieses Geld dann vernünftig auch in die Krisenvorsorge investieren, und ich ernähre mich natürlich nebenbei noch gesund, weil ich aus dem eigenen Garten mich ernähren kann. Also für mich ist das trotzdem ein Prepper-Garten, auch wenn sich viele unter dem Ausdruck Prepper-Garten oder Krisenvorsorge-Garten etwas anderes vorstellen. Wie schaut es nun in meinem Garten 2022 so aus? Zum Ersten habe ich mal ein kleines Projekt gestartet im Frühjahr, das war die Aufzucht von eigenen Pflänzchen. Dazu habe ich diese Aufzuchtbehälter gekauft, die ich irgendwo bei Amazon mal gesehen habe, und das hat teilweise ganz gut funktioniert, in Summe aber nicht so gut, wie ich das gern gehabt hätte. Ich wollte mir einfach ersparen, dass ich fertige Pflanzen kaufen muss, und trotzdem musste ich dann im Frühjahr, weil das eben nicht gut funktioniert hat, einen Teil der Pflanzen kaufen noch zusätzlich. Was habe ich dabei falsch gemacht? Ich kann es nur vermuten. Ich denke mal, dass ich das Gießen eventuell etwas übermäßig betrieben habe. Das war vielleicht einfach für manche Samen zu feucht. Die aufgestellten Orte waren eventuell nicht ideal. Und ich denke auch, dass ich etwas zu spät dran war mit der Aufzucht. Ich hätte hier früher beginnen müssen und wirklich ständig da aufpassen, ob das was wird oder nicht, und die Pflänzchen auch betreuen. Und auch das Einsetzen, denke ich, habe ich dann irgendwann zu spät mal gemacht. Also ich habe daraus wieder etwas gelernt, und ich weiß, dass ich im nächsten Jahr hier einiges anders machen werde. Und ich möchte unbedingt schauen, dass ich diese Aufzucht auch gut hinbekomme, weil ich mir dann auch mal Geld ersparen kann, weil ich eben die Pflanzen nicht von irgendeinem Baumarkt dann besorgen muss. Leider gab es doch auch einige Probleme bei den bestehenden Pflanzen, dass es hier zu einer Ernteeinbuße gekommen ist, wenn ich das so nennen kann. Zum Beispiel Kohlrabi, da hatte ich das Problem, dass die einfach aufgebrochen sind oder aufgeplatzt sind und sind dann verfault. Und den Rest der Kohlrabi haben leider diese kleinen Kameraden hier verspeist, und dasselbe Schicksal haben auch meine Kartoffeln erlitten. Auch die wurden von diesen Schnecken aufgefressen, und ohne die grünen Zweige kann natürlich auch die Pflanze so nicht weiter bestehen. Die sind halt wichtig, und da muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich hier einen anderen Ort wähle, wo ich Kartoffeln anbaue. Dazu komme ich aber später noch. Was hat noch nicht funktioniert? Ich habe vor 2 Jahren einen Tellerpfirsichbaum gesetzt. Der hat am Anfang wirklich toll ausgesehen, er hat aber heuer die Kräuselkrankheit bekommen. Das heißt, er hat keine Früchte getragen, also jetzt sieht er schon wieder etwas besser aus, aber hier hatte ich heuer mal keine Früchte, und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr irgendwie in den Griff bekomme mit entsprechenden Mitteln. Mein Marillenbaum hätte auch versucht zu blühen, aber hier war es wohl zu kalt, die Blüten sind gefroren, und somit habe ich auch hier leider keine Früchte. Auch das tut mir sehr leid, ich mag Marillen sehr gerne, und es ist einfach schade, dass ich hier schon das 3. Jahr in Folge eigentlich keine Marille bekomme, obwohl der Baum immer sehr schön blüht. Was auch noch schief gegangen ist, ist mein Blaubeerstrauch. Der wächst zwar wie verrückt, der ist schon sehr groß, aber er bekommt auch keine Früchte mehr. Ich denke, dass hier die Bestäubung fehlt. Vielleicht muss ich hier noch einen zweiten Strauch dazu kaufen, der eben in der Nähe ist, damit das auch mit der Bestäubung funktioniert. Da werde ich mich aber dort erkundigen, wo ich diesen Blaubeerstrauch gekauft habe. Ich denke, da werde ich gute Beratung bekommen, und dann hoffe ich, dass ich auch ein paar Blaubeeren bekomme.
Zum Glück gibt es auch Dinge, die sehr gut funktionieren bei mir im Garten. Das erste ist mal mein Wassertank, den ich vor ein paar Jahren installiert habe. Der ist immer prall gefüllt mit 1000 Liter Wasser, die ich verwenden kann, um meine Pflanzen auch zu gießen. Ich muss nur mal den Filter auswechseln, der sieht nicht mehr so gut aus. Also auch hier ist ein wenig Wartung und Arbeit nötig, damit das auch perfekt funktioniert. Ich denke, dass das auch eine gute Sache ist, weil ich so auch 1000 Liter Brauchwasser zur Verfügung habe. Denkt man nur in einer großen Krise, wo man Brauchwasser verwenden kann, um eben nicht Trinkwasser benutzen zu müssen zum Wäschewaschen oder sich selbst zu waschen und so weiter. Da habe ich eben diese 1000 Liter zur Verfügung. Über den Winter lasse ich dieses Wasser jedoch ab. Ich möchte nicht, dass dieser Tank gesprengt wird. Es gäbe zwar hier auch ein paar Möglichkeiten, aber für mich ist es sicherer, wenn ich diesen Tank ausleere und der ist irrsinnig schnell wieder voll. Das dauert wirklich nicht lange, also ein paar üppigere Regengüsse und der Tank ist wieder voll. Gottlob laufen viele Dinge auch gut in meinem Garten, im Bereich Obst zum Beispiel. Da freue ich mich, dass ich heuer bereits zwei Bäume habe, wo ich viele Äpfel drauf habe. Also auch da geht es endlich los, obwohl die Bäume erst ein paar Jahre alt sind. Birnen habe ich heuer das erste Mal in größerer Anzahl. Voriges Jahr waren das nur zwei und da ist eine zum Nachbarn rübergefallen und somit hatte ich nur mehr eine Birne. Ich habe einiges an Beeren, also Brombeeren, Himbeeren, das hat wirklich toll funktioniert. Zwetschgen habe ich sehr viele, Kirschen hatte ich heuer viele, viele und da musste ich zwar schnell sein, damit ich schneller bin als die Vögel und die Wespen und die Ameisen, aber wir haben einiges an Kirschen doch herausbekommen. Und zum Schluss habe ich noch Weintrauben, auch hier muss ich immer schnell sein, weil die sind bei den Vögeln auch sehr beliebt und ich habe da schon ein paar Mal überlegt, ob ich hier ein Netz über diesen Weinstrauch spanne, damit ich eben die Beeren dann für mich habe, die Weintrauben für mich habe. Das mache ich aber heuer noch nicht. Mal schauen, vielleicht erwische ich selber so auch ein paar Weintrauben, ohne dass die Vögel alles fressen. Bei den Beeren hätte ich jetzt fast noch die Erdbeeren vergessen. Ich habe seit heuer ein richtiges Erdbeerfeld. Hier sind normale Erdbeeren, aber auch Walderdbeeren, diese kleinen Erdbeeren. Und auch da hatten wir ziemlich viel Ertrag, das muss ich schon sagen. Und ich mag Erdbeeren total gern. Auch im Bereich Gemüse habe ich heuer eine zum Teil üppige Ernte, speziell bei den Gurken. Da wissen wir zurzeit momentan gar nicht, wohin mit diesen ganzen Gurken, die wir hier ernten. Ich habe hier zwei Gurkensträucher gesetzt mit Snackgurken, also eher kleineren Gurken, aber die werden zum Teil auch richtig groß, je nachdem, wie lange man sie da oben lässt. Und wie gesagt, ich weiß auch jetzt schon nicht mehr, wohin damit. Da muss ich mich auch noch schlau machen, wie man zum Beispiel Senfgurken macht. Meine Frau und ich haben da vor kurzem auch drüber gesprochen, dass wir das machen, in Einmachgläser einfach konservieren und das wäre noch eine Möglichkeit, diese üppige Ernte auch zu retten. Man kommt hier wirklich mit dem Pflücken nicht zurecht, das ist phänomenal. Jetzt kommen auch schön langsam die Paprika auf zwei verschiedenen Sträuchen. Auch hier freue ich mich schon. Ich denke, dass das eine gute Sache ist zum Jausnen oder zum Frühstück oder wo auch immer. Ich mag Paprika auch sehr gerne. Chili habe ich noch angesetzt, da versuche ich auch wieder ein Gewürz zu machen. Das habe ich schon einmal versucht, dass ich die Chili dann getrocknet habe und ein Gewürz daraus gemacht habe. Das war ziemlich erfolgreich sogar. Das sind halt alles Dinge, die man über den Lauf der Zeit lernen muss oder vielleicht in meinem Fall sogar wieder lernen muss. In meinem Elternhaus waren solche Dinge eigentlich ganz normal, aber das haben wir halt alles verlernt oder ich habe leider vergessen, hier genau aufzupassen, wie meine Mutter das gemacht hat. Auch bei den Tomaten schaut es heuer wieder richtig gut aus. Voriges Jahr hatte ich die Schwarzfäule, glaube ich, nennt man das, wo die Blätter einfach schwarz werden und die Tomaten am Strauch schon verfaulen. Heuer schaut es da gut aus und ich freue mich schon auf die vielen Tomaten. Die sind wirklich auch sehr gut. Ich nehme hier meistens Cocktailtomaten, weil die viel intensiver schmecken, aus meiner Sicht, als die großen Tomaten. Aber auch einen Strauch mit größeren Tomaten habe ich gepflanzt. Alles in allem bin ich mit meinem Garten 2022 doch sehr zufrieden. Auch die paar Ausfälle, mit denen muss man halt leben. Das ist halt auch so eine Geschichte, der man sich bewusst sein muss, dass im Garten eben nicht immer alles perfekt klappt. Es gibt Schädlinge, es gibt Umwelteinflüsse, es gibt Wetterbedingungen, es gibt Krankheiten, die Pflanzen bekommen können. Und somit hat man eigentlich nie eine Garantie auf guten Erfolg oder guten Ertrag. Und da muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor jedem Selbstversorger, der das dann wirklich versucht, trotz dieser Ausfälle oder dieser Probleme dann trotzdem so viel Ertrag zu bekommen, sich selbst versorgen zu können. Oder man hat eben das entsprechende Wissen, gegen diese ganzen Dinge vorzugehen. Und
Ich denke, auch dann wird es nicht ganz klappen, dass man alle Probleme vermeidet und man halt auch mal einen Ausfall hat. Auch die besten Bauern verlieren hin und wieder eine Ernte, weil irgendetwas nicht so funktioniert, wie sie das gedacht hätten oder eben irgendwelche Einflüsse sind, die, mit denen keiner rechnen konnte oder die halt in einem Jahr mal anders sind als im nächsten Jahr. Für nächstes Jahr nehme ich mir eben, wie gesagt, vor, dass ich bei der Aufzucht mich verbessere. Das muss unbedingt klappen. Ich will einfach eine gute Aufzucht haben, damit ich dann mehr Möglichkeiten habe, auch draußen zu setzen, auch mit dem Zeitpunkt und so weiter und mir eben dann das Einkaufen auch erspare im Baumarkt. Bei den Kartoffeln habe ich mir eine Lösung überlegt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich denke, ich könnte das mal versuchen. Das sind diese Pflanzsäcke. Die habe ich auch vor kurzem mal bei Amazon gesehen. Ich verlinke euch übrigens auch alles soweit, was ich heute im Video bis ein wenig erwähnt habe, damit ihr euch das auch selber anschauen könnt. Und solche Pflanzsäcke, denke ich, sind ganz praktisch. Hier füllt man eben die Erde ein und setzt dann die Kartoffeln rein und dann kann man unten die Kartoffeln auch wirklich bequem heraus ernten. Und ich hoffe halt, dass ich die auch irgendwo unterbringen kann, wo sie vor Schnecken und so weiter geschützt sind. Mal schauen, das wird für nächstes Jahr ein Versuch. Natürlich werde ich immer mit neuen Arten herumprobieren, speziell beim Gemüse, weil das hier ziemlich einfach ist, dass man mal andere Gemüsesorten auch setzt. Was ich nächstes Jahr unbedingt auch noch machen möchte, ist Erbsen zu setzen, also mehr als heuer. Ich hatte heuer nur einen kleinen Erbsenstrauch und der hat bis jetzt 3 kleine Schoten produziert und die möchte ich in meinen Garten etwas umfangreicher einbauen, weil Erbsen auch gute Eiweißlieferanten sind und schmecken mir auch ziemlich gut und ich weiß da ziemlich viel damit anzufangen. Tominampur hatte ich mal in Gedanken, dass ich das verwende oder versuche, weil das auch eine gute Nutzfrucht ist, die mir auch schon viele von euch da draußen vorgeschlagen haben. Und ansonsten im Bereich Obst weiß ich jetzt nicht, ob ich noch recht viel pflanzen werde, weil ich möchte die Dinge dann schon auch verwerten. Also ich will jetzt in meinem Garten nicht so viel pflanzen, dass ich alles wegschmeißen muss. Das würde mir auch nicht gefallen, sondern ich möchte die Dinge dann auch verwerten. Und was ich unbedingt auch noch lernen muss, ist diese Abfolge der richtigen Pflanzung, damit ich eines nach dem anderen bekomme. Also jetzt hat das schon ganz gut funktioniert, dass zuerst mal die Gurken waren und also ganz am Anfang waren Kohlrabi, dann kamen die Gurken, jetzt kommen die Paprika, zwischendurch waren mal Tomaten und so, dass ich immer mit einem Produkt arbeiten kann und nicht alles auf einmal bekomme. Das klappt schon ganz gut. Ich bin auch gespannt, ob heuer unser Zitronenbaum etwas trägt. Meine Frau hat hier ein kleines Bäumchen geschenkt bekommen und Zitronen wären natürlich auch eine coole Sache, aber bisher haben wir noch keine Frucht oben. Mal schauen, ob das noch wird. Tja, im Grunde genommen habe ich euch dann schon wieder viel zu viel erzählt von meinem Garten. So viel wollte ich eigentlich gar nicht quatschen. Für jeden, der die Möglichkeit hat, so einen Garten zu machen, ich kann euch nur sagen, dass das sehr viel Freude macht. Für mich gibt es nichts Schöneres als am Abend, wenn ich gießen gehe, eine Runde zu machen und einfach von überall das frische Obst und frische Gemüse zu pflücken, zu essen. Das ist genial und wenn man nicht alles aus dem Geschäft kaufen muss, erspart man sich eben auch ein paar Euro. Natürlich kostet das alles Zeit und Aufwand, aber ich denke, es ist es wert und ich würde jedem empfehlen, der die Möglichkeit eben hat, das zu machen. Und auch Leute, die in einer Wohnung leben, können vielleicht auf dem Balkon oder irgendwo etwas anpflanzen. Also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, zumindest eine Kleinigkeit für sich selber anzupflanzen. Und da weiß man halt wirklich, wo die Nahrung auch herkommt. Auch das ist ein Aspekt, der mir gut gefällt. Ansonsten war es das für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, was ihr von meinem Garten so haltet, ob euch vielleicht noch ein paar Tipps einfallen, vielleicht auch was ihr so anbaut oder wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt, wo ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir das einfach unten rein. Sonst würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mein Video selbstverständlich auch gerne teilen und wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart, mich sympathisch findet und mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video, euer Prepper Fox.